Hi Leute! Hi! Wir haben jetzt ein paar schlimme Tage hinter uns. Wir haben ewig lang nach Autos gesucht, haben jetzt endlich eins gefunden. Und zwar ist das ein Ford Econovan. Dafür waren wir extra nach Sydney von Newcastle. Das sind 3 Zugstunden entfernt. Viel zu weit, ja. Haben den ganzen Tag dort verbracht, haben erst nichts gefunden und dann abends dann. Ja, durch Zufall dann den schönsten Van dort gefunden und relativ 2 nette Leute kennengelernt. Genau, Gruß an euch. Genau, danke nochmal für den schönen Van, wir halten ihn in Ehren. Ja, Mr. Solori, ne? Ja, genau, ja. Mr. Solori. Wegen Sorry und Glory. Das ist ein älteres Schmuckstück, funktioniert auf jeden Fall tadellos. Ich bin schon damit gefahren, also Linksverkehr geht jetzt inzwischen. Ja. Aber wir hatten so stressige Tage und jetzt ist nämlich noch das größte Problem. Der Automat hat Quatsch gebaut und jetzt hat er einfach die Kreditkarte eingezogen. Jetzt stehen wir hier. Wir haben noch $80 oder so, womit wir auskommen müssen. Warten jetzt noch eine Woche, bis das Geld überwiesen wird auf unser australisches Konto. Ja, und müssen jetzt irgendwo gucken, wo wir unterbleiben. Also wir parken jetzt erstmal illegal und das klappt auch wohl ganz gut so. Duschen und ja, und alles kann man halt schön am Strand. Da sind überall öffentliche Toiletten, die funktionieren auch ziemlich gut. Genau. Ja, das funktioniert wohl alles. Und wir haben die schönste Aussicht direkt aufs Meer. Ja, genau. Ja. Gerade sitzen wir hier im Café, was uns empfohlen wurde. Und ja, hier gibt es kostenloses Internet und wir klauen hier ein bisschen Strom. Ach ja, mit dem Parken, falls ihr auch mal nach Australien kommen wollt, euch hier ein Auto kaufen wollt, es ist halt überall illegal und es fahren halt auch immer so Securities rum, die haben wir ja schon ein paar Mal gesehen und Ranger, die halt darauf achten, wenn du falsch stehst, musst du halt dafür bezahlen. Das sind 109 ja, bis Dollar, zu 1000 Dollar. Bis zu 1000. Strafe. Ja, bis zu 1000, je nachdem. Kannst du halt Pech mit haben. Und deswegen schlafen wir echt nie gut. Wir gucken immer und horchen immer. Kommt da einer, verpetzt uns einer? Aber es geht. Also wenn man irgendwo, ja. Das ist mein Tipp, wenn man irgendwo in den Seitenstraßen steht, wir haben jetzt ein Popdach, das zeige ich dir auch. Das lassen wir immer unten, sodass wir dann in, ja, dass wir nicht auffallen. Ja, inkognito irgendwo in der Straße stehen, nicht zu laut sein und dann einfach leise einschlafen. Spät abends ankommen und früh morgens wieder fahren, das ist am besten. Wenn es dunkel ist, ankommen und wenn es dunkel ist, am besten wieder fahren. Ja. Wie ihr sehen könnt, fahren wir im Linksverkehr und er ist der stolze Fahrer. Er macht das sehr gut. Yay. Guckt euch das an, wie verrückt das aussieht. Verzockt haben durch die Karte. Die ist ja verschwunden. Also müssen wir Geld verdienen. Wir verkaufen unser Surfboard, was hinten drin steht. Das brauchen wir eh nicht. Und wir sind gleich am Strand. Skate. Surfen aber ist nicht so, ne? Nee. So, hier ist der Strand. ein Strand. Nicht der Strand, hier sind tausende, oder? Ja, das stimmt. Hier sind viele Strände. Mit Kühlschrank. Da. Der lädt immer nur beim Fahren. Da ist unser Sofa und unser Bett. Das kann man ausziehen. Das ist unser Kleiderschrank. Da ist unser Kühlschrank. Unsere Wäsche und unsere Küche.